So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Pokémon Mystery Dungeon Part. Wir haben uns den letzten Part bereit gemacht, hier in die Spalte zu gehen. Und das werden wir auch in diesem Part. Und schauen wir, ob wir hier weiterkommen. So, schauen wir mal, wie viele Parts diese... Parts, sage ich schon. Wie viele E's diese Ding hat. Kusilla sollte nicht besonders stark sein, hat aber leider den Bitterkuss als Angriff. What the fuck, das überlebt eine Attacke. Dann frisst das hier mal bitte. Wie soll ich dich nennen? Snibuna heißt du, genau. Boom! Erzwinger ist natürlich scheiße. Und boah, ich hasse dieses Ding. Wie sehr wir es alle beide hassen. Es ist so ein richtiges Verwirr-Bastard-Pokémon. Freeze! Triff endlich! Mann, ich mach so einen scheiß Georg-Pock, werfe ich auf dich. Clean-Kiesel werfe ich auf dich. Zack. Stirb endlich, Kusilla! Wieso hast du so viel KP? Boah, ist das ein Bastard-Teil, Leute. Wir starten diesen Part mit so einem Bastard-Ding. Natürlich trifft er nicht. Oh fuck, ich bin nicht mehr verwirrt. Oh verdammt, okay, dann macht das Feuerregel. Aber es kommt gleich so ein scheiß Azumarill, da hauen wir lieber ab. Nehmen den kürzesten Pfad nach unten und gut, das verfolgt uns nicht mehr. Aber Merrill kriegen wir weg. Ja, das war jetzt bitter, dass so ein scheiß Verwirrung kam. Okay, die Räume sind aber relativ groß hier am Anfang und okay, aber wir finden leider noch nicht. Oh, wie langsam die, also wie selten dieser Flammensturm trifft. Das ist gut, dass er jetzt getroffen hat. Und okay, es ändert sich. Ah, genau, das war ja richtig, das ist ja diese Recycling-Dungeon. Da haben sie die Musik einfach recycelt, weil sie zu gammelig waren, Alter zu nehmen. Das ist nicht jedes Mal was anderes, Leute. Das ist richtig komisch. Da haben sie ein bisschen sich, normal ist es so viel Arbeit im Spiel, aber da haben sie sich gehen lassen und haben da nicht viel gemacht. Vielleicht kriegen wir Splinter ins Team? Leider nicht, okay. Okay. So, dich kill ich sofort, bevor du mit deinen scheiß... nein, dich will ich nicht. Deine Schlauchlippe kann mit deiner Schlauchlippe ganz klein nach Hause gehen. Ich habe gar keinen Bock drauf. Vor allem, wenn du dann irgendwie alle anschlabberst und küsst. Das mag ich gar nicht. Ich habe da meine Privatsphäre lieber. Oh, Lawine. Okay, ich hoffe, es ist one-hittig. Easy. Und, oh, weitere Mal easy. Okay, wir kommen hier relativ schnell voran. Entoron ein bisschen weiter nach hinten. Bitte mach keine Aquawelle. Ich muss mich da vorstellen. Ich rette dich, Andreas. Ich lasse dich hier nicht draufstehen. Ja, das ist natürlich das Problem, dass ich ihn schon ins Risiko gebracht habe, drauf zu gehen. Jetzt muss ich ihn in den Sinnelberg geben. Zum Glück liegt da gleich eine. Na komm her, ich werfe sie dir in die Kiste. Genau, wenn man sie wirft übrigens, kriegt er sie auch. Seht ihr, heilt sich. Also ein Trick, falls ihr mal irgendwie was auf dem Boden liegen habt und dann statt dieses in dieser Runde einsammelt, sofort auf euren Ding werft. Das ist zwar selten, aber naja, okay. Blendsamen, okay, leider kam kein Blendersamen statt Belebersamen. Ach, mein Top-Elixier macht doch nicht meine ganzen Top-Elixier kaputt. Das ist meine Lieblings-Top-Elixier. Flieor, oh yes. Ah ja, Flieor können wir recyceln, haben wir das nicht gesehen? Für Großäpfel und Äpfel und... Jürgen! Jürgen ist da. Ich hoffe, Jürgen gibt 500 EP, sollte er dafür, dass es so ein cooles Pokémon ist. Boom! Easy. So, und weiter geht's. Gletscherhöhle U6. Und jawoll. Oh, ich hätte mir die Geroxbox vielleicht aufheben sollen. Oh, ist das ein riesiger Raum. Fast so groß wie mein P. Mein. Pflaster. Ja, Sneedle, da komme ich leider nicht vorbei, dir jetzt diesen Fokusstoß in die Fresse zu hauen. Tut mir leid für dich. Du warst auf und dann. Wow! 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 Habt ihr den Damage gerade gesehen, Jungs? Habt ihr es gesehen? Wow! Ach, du schon wieder, Plimbrin. Ah, ich meine natürlich Ninfa. Hallo, schön dich zu sehen. Oder Ninfa Junior oder was auch immer. Ah, Leck, reißt du mich an. Heuter, 94. 94. Das ist doch unfair, Leute. Ich kann mich damit nicht identifizieren, wenn ich ehrlich bin. Ja, egal. Wir gehen in den ich gehe, glaube ich, in den Apfelwald oder in so ein Dungeon und werde echt mal offscreen irgendwie 10, 20. Oder noch mehr, wenn man sieht, wie viele Pokémon hier kommen, noch mehr Belebersamfall, weil das ist ja echt nicht normal. Da brauchst du den Shit. Wie viele noch? Und natürlich sind wahrscheinlich alle meine Top-Elixiers unbrauchbar gemacht worden. Ja, eins habe ich noch. Das brauche ich auf jeden Fall. Weil ich jetzt Biss einsetzen muss, beziehungsweise spammen und nimm das. Puh. Was? Puh, ist zum Glück haben wir das Ding down gekriegt. Das Nasknit hat eine lustige Fähigkeit. Hat dann den Schaden getankt. Auf jeden Fall hilfreich für die. Und das ist ein cooler Raum. Den mag ich.
So, Sternschau ist eine Scheißattacke. Ich glaube, ich gebe ihm irgendwie mal die Situation, dass er das nicht mehr einsetzt. So, Munti down und weiter geht's. So. Oh, nur 10 E's. Ah, nee. Ein Anzeichen für einen Boss. Doch wird es einen Boss geben? Wir wissen es nicht, Leute. Weiter geht's. Wir wollen das natürlich heute noch fertig kriegen. Untere Gletscherhöhle. Und boah, da ist Ninfa, Leute. Master Ninfa wird aber leider jetzt für den Focus Blast gewonnen. Und ich bereue es gerade, dass ich meinen Top-Elixier eingesetzt habe. Aber was soll man machen? Schnäppke und Enteron. Dann werfe ich hier nochmal einen Focus Blast. Beziehungsweise werfe ich nicht, sondern schieße einen ab. Und mir ist aufgefallen, was ich positiv an diesem Spiel bängeln habe, was die Hex angeht. Wir treffen öfter mit Focus Blast. Also mit Focus Blast haben wir bisher jetzt ganz gute Erfahrungen. Der trifft in der Regel sehr oft. Belebersam bitte. Na, Flairsam. Egal, kann ich auch mal auf irgendjemanden werfen. Das ist mir egal. Wow! Wow, wie bitter. Habt ihr gesehen? Treppe wollte ich nicht gehen, weil ich den Orb noch aufheben wollte. Kann ja irgendwas Interessantes sein. Und dann... Wow. Wow. Kann man nichts dazu sagen, würde ich sagen. Und das war ein Crit, Leute. So, stirb. Ja, easy. Azurill, mal anhand deines Schadens kann ich dir leider einen Teamplatz in diesem Team leider nicht geben. Tut mir leid. Ja, richtig schwul darüber gegangen. Ausrift neutral Burn, ja. Weiß nicht, okay, easy. Was, ist immer noch nicht down? Ach, ein Keifel ist noch hinterhergekommen. Puh. Schöne Box, kannst du behalten, deine Box. Jetzt holen wir uns aber den Apfel, weil wir eh bald irgendwie Hunger kriegen. Und folge noch ein bisschen KP brauch. Und dadurch kriegen wir auch Hunger. Wie mache ich das hier am besten so? Und Plimbrin auf jeden Fall ausschalten. So. So, er ist leider noch nicht down. Bufflauf schon perfekt. Aber es trifft leider nicht beide sehr effektiv. So, wenn das Ding jetzt irgendwie in Gefahr gerät, dann werde ich instant... Ist das euer fucking Ernst? Es ist doch nicht euer fucking Ernst, oder? Okay, zum Glück habe ich nicht Schläfer. Aber diese zwei Fallen hintereinander, das können die mir noch nicht antun. Oh nein. Ich bin ja auch noch vergiftet, ganz vergessen. Weißt du, wir beide an der Low-KP-Grenze. Seid bitte mal belebersam. Ach, Flairsam, Flair. Oh, weiter geht's. Kommen wir. Hier gibt's. Ah, ich weiß es wieder. Hier gibt's einen Boss. Hier gibt's einen Boss. Hihi, Besucher, welch seltener Anblick. Das Frostadia, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Was? Hihi, seid willkommen. Ich bin Frostadia. Ich empfange gelegentlich Besucher dieses gefrorenen Hinterland. Ihr müsst fürchterlich erschöpft vom Kampf mit diesem Blizzard sein. Bitte kommt näher. Ihr müsst. Fast bis auf die Knochen durchgefroren sein, also lasst mich euch steif frieren, ganz und gar. Ja. Ein Bosskampf. Gegen Frostadia. Aber Leute, zum Glück haben wir unseren ganzen Flairsamen vor uns gefunden. Dann werfen wir doch gleich mal da drauf. Und hauen alles kaputt. Ah, jetzt haust du irgendwelche Ecken ab. Aber ich kann meinen Biss spam. Easy. Bam. Bam. Oh fuck, ich Idiot. Mach einen Flammenwurf. Ach, Sternschau, bist doch echt. Ah, komm, der nächste sollte reichen. Oh, er reicht nicht. Okay, mach eine Feuerattacke. Nein, er macht natürlich Sternschau, aber es reicht trotzdem. Ja. Easy gelegt. Ein Flairsamen und das Ding war down. Und schon ist es weg. Und da ist Scherox. Bam. Wo? Ah, ich erinnere mich, ich war bei einer Erkundung, als mich dieses garstige Frostadia anfiel. Oh, ihr seid meine Ritter, nehme ich an. Vergib mir meine fehlende Etikette. Mein Name ist Scherox, ich bin ein Kunde. Ich bin auch aufrichtig dankbar, dass ihr zu meiner Rettung gekommen seid. Wenn ihr nicht gekommen wärt, wäre ich wahrscheinlich ewig im Eis angeschlossen geblieben. Eingeschlossen war ich natürlich. Trotzdem hätte ich kaum erwartet, dass meine eisbedingte Unfestigkeit mehrere Jahrzehnte andauern würde. Meine Güte, es ist, als wäre ich in eine völlig andere Welt gereist. Übrigens würde ich euch auch für die Rettung meines Lebens gerne in irgendeiner Form entschädigen. Allerdings finde ich mich gerade in einer fremden Welt wieder, ohne einen einzigen Pokémon eigen zu nennen. Mir fehlt es an einer Idee, wie ich euch entschädigen könnte. Ah, ich weiß jetzt, was passiert. Oh, keine Sorge, du brauchst dich nicht weiter, uns nicht weiter zu denken. Hm, trotzdem. Ah, das könnte reichen. Du sagst, ihr seid Erkundungsteam, ja? Ja? Ah, sehr gut. Seht ihr auch, wenn es euch unwahrscheinlich erscheint, ich war früher selbst Erkunder von einigem Rang. Nun, ihr solltet wissen, ich bin ein Ehrenmitglied des Erkundungsteams verbannt. Du bist was? Ein Ehrenmitglied? Korrekt. Ein Ehrenmitglied wie ich hat das Recht, beispielsweise Ehrenerkundungsteams einen besonderen Status zu verleihen. Und ihr eignet euch sehr gut,
Eure beherzte Courage während meiner Rettung belegt eure beißige. Aber pff, kannst du mal bitte deutschen, gescheiten Deutschen, die uns so geschwollen haben? Verreck ich ja, wenn ich das vorlesen will. Bla 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 bla. Ah, nein, deswegen fahre ich euch den Geheimrang. Den was, Geheimrang? Ja, ein Erkundungsteam dieses Rangs ist berechtigt, Spezialmissionen durchzuführen. Spezialmissionen sind streng vertrauliche Erkundungsjobs, die direkt von Erkundungsteamverband vergeben werden. Streng vertraulich? Verstehe ich nicht. Ihr mögt es jetzt noch nicht wissen, aber das werdet ihr zu gegebener Zeit schon. Ich muss euren Rang auf euren Erkunderohren vermerken. Der Geheimzeugring, Geheimrangabzeichen, nice. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber Dankeschön. Ach, das war das Mindeste, was ich für euch tun konnte. Ich werde eure Tapferkeit und Güte, mich zu retten, niemals vergessen. Ich muss mich auf den Weg machen. Lebt wohl! Nice. Ja, okay. Aber auf jeden Fall, wir haben wenigstens jemanden gerettet, Cheox gerettet. Das ist doch... Ja, das ist doch... Das lohnt sich doch. Ist doch gut. Der nächste Morgen. Und guten Morgen auf einen weiteren tollen Tag. Ja, das wünsche ich dir auch, Feuerregel. Weiter geht's. Zur Routine. Bitte hab ihr lieber Sam. 3 Stück, da gibt's ein Shiny für die Zuschauer und ich freue mich. Guter Witz, okay. Schade, nix da. Dann Kecleon-Sachen. Was gibt's denn hier so Schönes? Nix, okay. Dann werden wir aber auf jeden Fall uns jetzt 1 bis 3, 4 Belebersamen. Komm mal, 3, 4 Belebersamen. Easy. Holen wir uns jetzt, tun wir uns erschabern und das Pantymos ist immer noch da. So, hallo Team TGSB Army. Blablabla, 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 Visionier. Oh, das ist aber ein harter Quest. Matchball, brauche ich nicht, danke. Da gibt es keine Alternative. Ja, wir sind beschäftigt. Wenigstens ist er nicht so ein Typ, der uns arrogant nennt. Ja, ich bin halt anders beschäftigt, das kann man auch so sagen. Hättest du jetzt eine Belebersamen gegen mir gegeben? Nein. Ich kann für nichts garantieren, dass ich abgelehnt oder irgendwas gemacht hätte. Ja. So, weiter geht's. Pantymos, komm, reden wir nochmal mit dir. Du meine Güte, ihr seid schon ein Team, um einen so legendären Erkunder wie Cheox zu befreien. Ja, danke, das habe ich natürlich easy gemacht vor uns. Und ich glaube, ja, wir haben hier keine weiteren Story-Quests. Wir werden hier ein bisschen Filler-Sachen machen, beziehungsweise ich mache das. Vielleicht Belebersamen? Ach, schade. Eigentlich läuft... Ach, ich wollte ja gar nicht hoch. Eigentlich läuft alles darauf aus, dass ich mir genügend Belebersamen gönne. Nix, Braungummi, Rotgummi... Nix. Also nichts Besonderes, also beziehungsweise vielleicht was Besonderes, aber da müsste ich 71 ES gehen. Ja, läuft bei dir, Carsten. Mach ich natürlich nicht. Leute, ich mache hier ein bisschen Sachen. Ich werde hier ein bisschen mixen. Ich werde ein bisschen vertauschen und dann sehen wir uns hoffentlich mit mehr Belebersamen und einigen in der Tasche bei neuen Quests. Bis gleich. Ups, frohe Neuigkeiten. Dann schauen wir uns das doch gerne mal noch an. Also fleißig Wiederverwendung. Hm? Okay, was gibt's? Sag endlich, dass es Goldtickets gibt. So, neue Wiederverwendungs-Items. Gebt mir verdammt nochmal Goldtickets. Ich werde langsam aggressiv, wenn ich die nicht kriege. Gib mir Goldtickets, 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 gib. Angebot. Oh, ein spezielles Angebot. Aha, für Protein müsste ich Sindelbeeren und Flairsamen geben. Ganz ehrlich, ich brauche kein Protein, danke dir. Items, okay, was möchte ich denn hier haben? Ach, immer noch nicht. Steril-Orb. Okay, dann hauen wir uns Slime-Cross brauchen wir nicht. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. LOL, ich bin gerade hier am Trinken, Leute. Und dann hier, du kannst zur üppige Steppe gehen. Läuft bei mir. Okay, ich sauf weiter. Bis gleich. So, meine Freunde, da sind wir wieder. Also, ich habe jetzt alles gemacht und ich werde jetzt einfach in die Wasserfallhöhle gehen. Das hier Ganze ausüben und mein Lager ist sehr viel geleert. Ich habe ein bisschen Cash. Ich habe auch so komische Items bekommen, kann ich euch gleich mal zeigen. Ne? Erstmal habe ich kaum noch große Äpfel, denn... Ich habe mir ungefähr 4 bis 5 Belebersamen geholt. Machen wir mal 2 Belebersamen, machen wir so. Mal so. Die Samen werde ich, glaube ich, auch noch alle los, die ganzen Samen. Ich habe sie jetzt noch mal ein bisschen behalten, habe TMs verkauft, Orbs habe ich verkauft, Himmelspräsent habe ich noch, das ganze Zeug habe ich hier noch. Schauen wir mal, ob ich da was habe. Hier Feurihaare und Feuriklaue. Nehmen wir alles mal mit. Hau her, danke dir. Und da, aha. So, und dann werden wir uns jetzt auch noch zu dieser Quest begeben. In diese Quest werde ich euch nicht mitnehmen, sondern einfach euch nur zeigen, was ich mitnehme. Warte, ich kann euch zeigen, wie viel Geld ich habe, beziehungsweise haben wir 35k auf der Bank oder so, ne? Genau, 37k, sogar 8000 haben wir wieder, also 45. Schauen wir, ob wir die 50k knacken. Ich glaube, man kriegt irgendwie eine Belohnung, wenn man 100k knackt. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, Leute, wir sehen uns nach der Quest. Bis gleich. Ja, Leute, die beiden haben wieder zusammengefunden. Vielen Dank, das habe ich doch gerne gemacht. Danke für deinen Belebersamen. Der gefällt mir sehr gut. Und 60 Erkunderrangpunkte. Ich kann gleich mal schauen, wie viele Erkunderrangpunkte werde ich noch brauchen, um einen aufzusteigen. Ah, okay, genau, bla bla bla. Der labert mich wieder voll.
Der nächste Morgen. So, auf einen weiteren tollen Tag, genau. Schauen wir mal, ob irgendwie was passiert. Nee, okay. Ich glaube, das nächste, was wir machen müssen, ich weiß schon ungefähr, was es ist. So. Okay, kein Fliop. Und wie zum Geier bin ich eigentlich, wenn ich hier stehe, zu den Typen gelangt? Ich wollte hier, genau, hier einkaufen. Bilbersamen, Bilbersamen. Leider ein Tarnsamen. Wow, teuer. Den Unsichtbar-Status, so zeig mal her. Bestimmte Rundenanzahl, ja gut, dafür 1000 Bucket oder so, nee. Hab zwar genug Cash, aber nur, wobei ich hätte es mal kaufen können, um es mal zu zeigen. Ich hab's nämlich, ich weiß selber gerade nicht genau. Krebskraus, was sagt der so? Hey, ein weiterer toller Tag, wisst ihr was? Son Flora sind deshalb ziemlich aufgeregt gewesen. Fahr so etwas wie, du meine Güte, das Ringmeer, du meine Güte, du meine... Ja, es geht weiter, Leute. Ach ja, genau, Son Flora ist gerade auf der Gunther und Öl. Genau, da gehen wir auf jeden Fall hin, Leute. Jetzt geht's weiter. Ja. Ah, der kleine Magnetilo, der kleine Kommissar, was gibt's denn? Hau mal raus, was du hier willst. Nur ein Pfirsichschal. Nee, danke du. Sorry. Ja, ich bin beschäftigt. Die sind auf jeden Fall nett. Die sagen nicht, ich bin abgehoben. Ich bin dann einfach beschäftigt. Ich darf jetzt gleich ins Ring mehr, Leute. Und dann geht's weiter mit der Story. Da ist auch auf jeden Fall auch wieder. Mann! Bist du irgendwie blöd? Ach, schade. Egal. Wir gehen nach unten und schauen einfach mal, was es da so gibt. Es ist Lapras und eine Flaschenpost. Oh, und natürlich ist da was drin. Oh, holen wir es mal raus und. Schatz finden. Im Schemgirls versteckt. E13. Das machen wir auch zusammen, ne? Also das interessiert mich jetzt auf jeden Fall, Leute. Das interessiert mich auf jeden, Jungs. Das will ich mir auf jeden Fall geben. Aber jetzt gehen wir jetzt erstmal zu Flora fragen, was ist denn mit dem Ringmeer da auf sich? Das würde mich nämlich und euch wahrscheinlich auch sehr brennend interessieren. So, was gibst du denn hier so? Nix Interessantes. Geld habe ich genug. Ne, danke dir. Na, ich bin schon irgendwie belebersam geil, ne? Nö. Okay, und interessant für mich. Dann gehen wir mal weiter. Und Sonflora, hallo. Habt ihr beide schon was vom Ringmeer gehört? Das Ringmeer ist ein Meer tief im Süden. Es liegt im unkartografierten Teil des Ozeans. Und stellt euch vor, es war 10.000 Jahre von mit Eis bedeckt. Was macht das Wort von einer Entdeckung die Runde? Das heißt, es gäbe dort jetzt einen Riss im Eis. Diese Spalte hat für Erkunder einen Einstieg ins eingeschlossene Meer eröffnet. Aber ihr könnt euch das vorstellen, eine Welt, die seit 10.000 von Jahren niemand erblickt hat. Das ist der Stoff, aus dem epische Geschichten geschickt sind. So fantastisch und abenteuerlich. Oh, das ist noch nicht alles. Nein. Anscheinend fließt auch noch eine Ozeanströmung der Welt durch. Ich habe gehört, dass dort viele seltene Schätze von Strömungen dorthin getragen werden. Oh, war ja allein der Gedanke, dass mich was ohnmächtig wird. Der Eingang zum Ringmeer soll östlich der Blizzard ist es liegen. Ihr solltet euch das selbst mal anschauen. Ja, auf zum Ringmeer würde ich mal sagen, Leute. Ja, auf jeden. Und da geht es auf jeden Fall auch mit der Story weiter. Was sagst du denn so Schönes? Geheimrang? Was könnte das so ein finsterer Klang bedeuten? Ja, Leute, da kann ich euch gleich mal zeigen. Durch den Geheimrang haben wir jetzt, glaube ich, auch diese Sterne. Ich weiß nicht, ob das der Geheimrang ist. Auf jeden Fall sind wir im Silberraum Porno 500 zum nächsten Rang, ja. Viele Quests machen wir nicht. Wir machen, sind ja eigentlich ziemlich geizig in der Hinsicht. Besonders ich bin geizig und ihr schaut mir zu. Also sind trotzdem wir. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, wir begeben uns diesen Part nicht im Ring mehr, zum Ring mehr. Aber ich werde noch die Items einpacken. Und dann würde ich sagen, auch nächsten Part ab ins Ring mehr. Können wir easy machen. Yeah. So, lagern. Hallo, Kangama. So. Wir haben eine Luxox-Box. Ach, hau einfach alles rein. L und R. Wieso geht das nicht? Meine Güte. Muss ich festdrücken, bis das ging. So, dann nehmen. Was nehmen wir fürs Ring mehr? Ring mehr hat auf jeden Fall. Pokémon sind in Ordnung vor allem. Feuer wird da jetzt nicht so geil aufgehoben sein. Ja, aber drei Sinnelbeeren und. Oh, wir haben ordentlich wieder was an Belebersamen. Werden auch noch mehr werden. Irgendwann werde ich offscreen da ordentlich welche haben, damit wir mal fürs ganze Let's Play unsere Ruhe haben. Auch wenn. Ja, wir leider wegen Missplays von mir und auch noch wegen blöden Sachen, wie zum Beispiel, dass die Sachen ganze Zeit daneben gehen. Ja, dass das passiert. So, jetzt wollten wir aber noch die Feuri und die Feuri-Haare mitnehmen. Ich glaube, jetzt könnten wir sogar zu Glibunkel gehen und was Neues kombinieren. Bin ich aber zu voll, weil ich jetzt gehypt bin auf das Ringmeer, Leute. Und das seid ihr hoffentlich auf, denn das war's wieder mal von diesem Part. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr lasst eine positive Bewertung da. Unterstützt das Projekt, unterstützt mich, unterstützt weitere Parts. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten. Bis dann und tschüss.